So, es geht weiter mit dem besten Let's Play auf diesem Planeten, Outlast. Und heute in der Onesie Edition. Wer diese Figur hier nicht kennt, ich kannte sie bis gestern auch noch nicht. Es handelt sich um Baymax, eine Disney-Figur. Das kennen wir noch aus letzter Folge. Wir wachen in diesem beängstigenden kleinen Raum auf. Und dann kann der Spaß weitergehen. Mensch, freue ich mich darauf. Ja, ja. Nun, zum Verstecken? Okay, versteck mich mal. Sofern das wichtig ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein schlechtes Versteck hier. Geh mal wieder hier raus. Okay. Rest in Peace. Aha. Und das sieht aus wie so eine richtige Zelle. Hier werden die Tage schon gezählt. Bei Kreuze. Ah! Ah! Gott! Was war das? Boah. Guck ich mal kurz raus, hier kommt die Misse direkt. Soll ich da jetzt rausgehen? Ist das dein Ernst? Nein, anscheinend nicht. Okay. Das nimmt außergewöhnliche Züge an. Sag bloß, da läuft der Zieler hier die ganze Zeit rum und ich muss... Weil das wieder so im Keller endet, dann drehe ich durch. Dann drehe ich wirklich durch. Seltsame Dinge, die hier vor sich gehen. Ich glaube, wir kommen näher. Ich könnte es aufnehmen. Oh, sind wir da ein bisschen näher? Na, nicht wirklich. Wow, habt ihr den Schrei gerade gehört? What the fuck? Was tut der Mann denn da? Ich habe das Gefühl, wir müssen nicht auf ihn warten, bis er hier reinkommt. Wow, das klingt richtig böse. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, dass ich mich hier raustraue. Mal schaue, was diese Welt für uns... Aha, da ist jemand. Haben wir so eine kleine Deckung mit der Tür anscheinend. Ups. Gefolgt. Aha. Aha. Da zu mir vielleicht. Ah, ich habe irgendwas aufgenommen. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber... Er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Follow this Benny here. Ich höre ihn die ganze Zeit laufen, ich habe Angst, dass er irgendwann herkommt. Von was war das, als ich ihn gesehen hatte? Haben wir ihn... Ne? Mhm. Was? Da rastet es gerade richtig aus. Okay. Was tut der Mann da? Ich dachte, er verhaut irgendwen. Ja. Ah, ich will laufen. Da läuft er. Hallo. Er läuft einfach rum und haut seinen Kopf an die Wände. Das ist tatsächlich auch eine Freizeitbeschäftigung, der man nachgehen kann. Ob man das sollte, ist die andere Frage. Interessant. Ich muss sagen, ich finde es immer interessant, andere Kulturen kennenzulernen, die halt auch ihre Bräuche haben. Sie wollen Blut und sie wollen raus. Alles klar, Mann. Ah! Was war das? Hallo? Ach, das erklärt auch ein bisschen die Toilette aus, die Hand aus der Toilette. Vielleicht ein ähnlicher Fall. Okay, das sind so mehrere Brudis. Na, was geht? Na? Okay, ich glaube, ich sollte hier nicht runtergehen.
Es sei denn, das sind alles so Hüllen wie vorhin und die raffen nicht, dass ich überhaupt existiere. Das könnte natürlich auch sein. Kein Schlaf mehr. Raum. Allein. Lassen Sie mich allein. Ich lasse Sie lieben gerne allein. Mich tatsächlich Ihnen nichts tun. Es sei denn, Sie verschwinden dann. Okay, da haben wir noch einen. Ja, er wurde noch nicht auf die Beine gebracht. Aber das ist ja kein Problem, weil das wird noch Minion. Wir haben es ja gesehen. Ein Patient kam bereits wieder auf die Beine. Du wirst es auch noch schaffen, Minion, ne? Nur die Impotenz, ich glaube, das ist so ein kleines Problem bei ihm. Scheint für mich so, als wären das Hüllen. Sie sehen jetzt auch nicht sonderlich böse aus, eigentlich. Okay, was haben wir hier? Ist das meine Zelle? Nein. Haha. Oh. Who's this? Niemand ist da. Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. That's small. When we kill him, we kill him slow. Du kannst nicht mal, du Hund. I want his tongue and liver. They are yours. Du kannst mich mal, Mann. Du kriegst einen Scheiß von mir. Einen Scheiß kriegst du. Mieses Schwein. Schau dich mal an, du. Zyklop. Ja, Zyklop passt tatsächlich nicht. Aber schau dich mal an, Mann. Schau dich mal an, du Krüppel. Ich komm zu dir und hau dich kaputt. Ja, so läuft das nämlich, ja. Schaut mich an. Ich bin ein ernstzunehmender Gegner, okay? Ich hau alle kaputt. In meinem Baymax Onesie. Du siehst aus wie ein scheiß Krüppelgespenst. Okay, wow. Wir wollen mal nicht übertreiben, Minion, du. Hä? Wir wollen mal nicht übertreiben. Hey, hey. Willst du was? Willst du was? Hä? Hä? Willst du was? Okay, kriege ich mich unter die Treppe, okay? Ich bleib einfach hier. Ihr lasst mich in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe. So machen wir das. Und dann warten wir alle, bis wir unsere Haftstrafe hier abgesessen haben. Ich finde es so schade, dass ich mich hier verstecken kann. Weil das heißt, ich werde einen Grund dazu haben, mich zu verstecken. Hallo. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy, ich habe ihnen nie vertraut, tatsächlich. Ich habe ihnen noch nie vertraut. So viele Stimmen. Okay. Okay. Räume, die wir öffnen können? Nein. Nichts Spannendes hier. Okay, geht hier noch einmal. Hey! Joi, wollen wir nicht übertreiben, Minion. Wir wollen mal nicht übertreiben, ne? Schlabber, schlabber, schleck, schleck. Oh Gott, ich habe schon ganz schwitzige Hände. Dann machen wir mal die Zelle. Nee. Die Zelle hier auf. Was ist das hier? Aha. Machen wir gerade wieder zu? Geht nicht? Okay. Irgendwas schreit hier anders als sonst. Ich warte mal kurz. Naja, es ist nur der Kopf an der Mauer. Was ich hier höre. Ah. Oh, ne. Ne. Nee. Ich finde es interessant, dass die hier wahrscheinlich schon tagelang sind, mindestens. Und ich mir denke, ich bin hier und dann habe ich alles. Ich will mich nicht drehen. Wow, hier ist nichts. Cool. Wie beruhigend. Die entscheidende Frage ist, werde ich auch mal so aussehen wie die, wenn ich hier nicht rauskomme? Werde ich dann auch impotent wie der Rollstuhlfahrer da hinten? Interessant. Was wird denn das hier, ein Jump'n'Run? Ich höre da oben Schmerzen. In dem Sinne, hoch da. Seidig. Ich will eigentlich wieder runter. Was zum Teufel ist los mit dir? Das klingt nach, einem interessanten Sexabenteuer, wollte ich sagen. Das geht, Leute. Ich nehme euch auf, ja. Also, das klang wie etwas, was Menschen zusammen tun und einer guckt zu, weil er krank ist. Und dann kommt noch einer einfach aus dem Boden und nimmt es auf mit der Kamera. Oh Mann.
Kranke Welt. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Hier steht Nekromantie. Das klingt jetzt noch kranker, als ich dachte. Vergreift sich da jemand an der Leiche? Dude, du bist echt widerlich, Mann. Echt widerlich. Da kann ich hier rüber? Will ich überhaupt rüber zum Ficker? Nein, nein, okay. Hallo. Ist es dem peinlich? Schämt er sich gerade dafür? Was ist denn das hier? Okay. Okay. Hallo! Nein. Nicht so. Okay. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht rein. Will ich auch gar nicht, muss ich sagen. Möchte ich auch gar nicht so sehr. Toter Aufseher anscheinend. Der hat aber noch seine Klamotten an. Jetzt sind wir hier oben. Interessant. Jetzt sind wir hier oben. Nun gut. Beweg dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Ja. Als Superklasse gemacht. Nochmal Props an mich. Also, wie soll ich das machen? Ich hätte ja erstmal so gedacht. Aber ich weiß nicht. Ah, interessant. Interessant. Hallo! Ich blicke auf dich hinab. Alter. Das ist echt schon Sinn. Psycho-Horror hier. Das ist tatsächlich sehr krank. Was soll der Scheiß? Hau ab. Genieße es, ja. Was haben wir hier? Ach ja, klar. Na gut. Wenn dann Allah. Oh! Folge den Blutspuren zum Ausgang. Super Idee. Ja, geniale Idee. Folge immer den Blutspuren. Das ist eine perfekte Idee. Boah, ein Aufzug ist echt gruselig in einem Horrorgame, glaube ich. Ah, jetzt werde ich vergast. Alles klar, interessant. Ach so, das ist einfach eine... Na, ah, das ist gar kein Aufzug. Ich trottel, das ist eine Schleuse, ist das. Okay. Interessant. Wo sind hier die Blutspuren? Da sind die Blutspuren. Tralalalala. Ich höre jemanden flüstern. Durch den Abfluss, durch den Abfluss, okay. Das heißt, die Blutspuren gehen hier entlang. Oh, interessant. Was auch immer hier vorgefallen ist. Was zum Fick ist das? Ach so, natürlich. Was sonst? Okay. Down the drain. Okay. Ich hoffe, ich werde nicht auch so wie der. Da ist eine Kamera, oder? Ist das eine Kamera? Das ist eine Kamera. Eine Kamera. Interessant. Okay, gut, dass ich die gefunden habe. Hallo! Hallo! Wow. Ich darf nicht wie er an die... Ich darf das nicht. Okay, okay, Spiel. Schade. Ich wollte das eigentlich auch machen. Aha, Dokumente. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ich habe so das Gefühl, wir müssen hier runterspringen. Das hat so ziemlich den Anschein. Aber diese Kamera lasse ich nicht außer Acht. Die ist nicht genau jetzt, das sieht sonst nicht. Und ich sollte ganz schnell verschwinden. Zieht's, ja. Experiments. They were rituals. A conjuring. Huh. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, vor der Kamera zu fliehen.
Aber hier ist die Kamera und deshalb, irgendjemand bewacht das bestimmt und ich will nicht bewacht werden. Warum muss man sich eigentlich überall, wo ein PC ist, verstecken? Kann es sein? Kannst du mir das erklären, Mann? Warum ist das so? Oh, jetzt bist du weg. Mein Zauberer. Meine Batterie wäre noch ganz fresh. Ah, ich habe noch zwei, das ist ganz okay. Und hier drunter kann ich wahrscheinlich auch noch, genau. Aber ich glaube, das hier ist ein deutlich besseres Versteck im Spit. Weil wir müssen echt kompakt gebaut sein, um da reinzupassen. Eine weitere Batterie, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wir können ja anscheinend gar nicht drauf zugreifen. Das verwundert mich. Machen wir mal wieder auf hier. Ist die Kamera? Da, sie hat mich angeschaut. Okay, ich glaube, das hat keinen wichtigen Sinn und Zweck. Wenn die Tür schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Ah, welcher Verfolger, Mann. Gehen wir mal hier rein. Exit. Halt's Maul. Okay. Der ist ein bisschen aggressiv. Minimal. Lass mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Okay, dann erklärt sich hier der Kram anscheinend. Dann könnte der bald herkommen. Eventuell. Und dann müssen wir an dem vorbeisterfen. Das könnte sein. Kuckuck. Kuckuck. Ist eingesperrt? Nein. Oh. Ein bisschen hässlich ist er schon. Ah. Er nimmt uns... Guckt er uns überhaupt an? Er guckt uns an, ne? Er guckt uns an. Er scheint uns schon wahrzunehmen. Nun, was mache ich denn jetzt? Was wollen wir jetzt machen? Was hast du vor? Soll ich jetzt... Jetzt geht er ans Regal. Mhm. Ja, ich mach das mal so, okay. Warte, wir machen das einfach nochmal neu. Okay, warte. Ich geh nochmal zurück. Okay, Brudi. Ja, wir kriegen das hin. Und so. Und dann haben wir ein bisschen Logik drin, ne? Das ist ja... Das habe ich gerade mit ihm abgeklärt. Wir wollen ja hier natürlich Realität bieten. Was denn Bullshit? Da ist er. Ich hab Schiss. Na? Was geht? Ich möchte, dass du still bleibst. Ein Scheiß bleibe ich. Ein Scheiß. Dass ich still bleib. Was wird denn das hier? Das ist ein ganz seltsamer Dude, du. Ha, ich troll ihn. Haha, machst du nix? Kannst du nix machen? Nein. Haha, ich bleib nicht still, du Hund. Ja, ja, ja. Okay, es eskaliert. Ein Scheiß bleib ich. Kannst mich mal. Kannst mich mal. Was macht man jetzt? Ich geh einfach weg. Tschüss, du Loser. Tschüss. Das geht. Hm, kommt der jetzt von hinten, wenn ich die Tür aufmache? Das wäre absolut asozial, Security. Schönen guten Tag. Oh fuck, ein böser Mann. Naja, das sind wir ja schon gewohnt, ne? Das sind wir schon gewohnt. Das sind wir schon gewohnt. Na, der möchte immer noch, dass ich still bleibe. Ja, bleibe ich natürlich still, wenn du das möchtest. Das ist ja eine ganz klare Sache hier. Na, krieg ich mir den Spind, da machst du nix. Du, ich steck mich gerade vor dir, also.
schon sagen, dass ich das kann. Also, ich mach das schon ganz gut, glaube ich. Ich mach das schon ganz gut. Was sind das wieder für Geräusche? Was soll denn das? So ekelhaft ist das. Okay, den juckt eh nichts. Typ ist alles scheißegal. Es scheint so, als wäre dem nicht so. Mensch, wie angenehm. Okay. Irgendwo noch Batterien? Nein, aber dafür eine Luftschleuse, die ich einschalten kann. Wahrscheinlich das Ding da hinten. Okay, machen wir mal. Und ich verpiss mich. Da ist der Spind. Da. Alles klar. Da ist er. Wie erwartet. Mein Freund. Wie bereits erwartet. Piss dich. Dankeschön. Ja, hat er die Tür zugemacht? Nein! Immer diese Leute, die die Tür nicht zumachen. Oh. Was kommt denn jetzt? Was war denn das jetzt? Okay, das sind sehr ominöse Geräusche hier. Okay, ich geh mal raus. Mhm. Hör ich aus, sehr interessant hier. Oh, was steht denn hier? Follow the blood. Genau. Ah, okay, und hier ist die Schleuse, klar. Und hier sind die Kameras. Die Kamera. Das erklärt sich. Na, da habe ich Bock auf mehr. Also, wenn das in die Richtung geht und von da der Schrei kommt, ja, nice. Okay, dann gehen wir mal hier durch die Schleuse. Warum ist die Tür da offen? Die war vorher nicht offen, da bin ich mir sicher. Hm, nicht gut. Absolut nicht gut, Mann. Hm. Was geht hier noch? Man spinnt. Dieses komische Stampfen da, das war echt beängstigend. Also, das klang schon mächtig. Eine Batterie, sehr gut. Sag bloß, der Dude ist nicht mehr hier. Das finde ich auch ein bisschen beängstigend. Die Frage ist jetzt, wo er ist. Oh, das sieht nach einem ganz bösen Raum hier aus. Der Raum sieht hier richtig, richtig böse aus. So ein richtiger, ich will hier nicht rein Raum. Ja, irgendwas Böses wird gleich passieren. Aber da liegt eine Batterie, glaube ich. Nein? Oh, war doch. Haha, schon 4 Batterien. Und die aktuelle ist nicht mal... es ist ja weniger als halb voll. Es ist ja wunderbar. Ja, sie ist halb voll und nicht halb leer. Optimismus, Leute. Nun gut. Die Frage ist jetzt, was hier gilt. Weil irgendwo müssen die ja hingelaufen sein. Die müssen ja irgendwo sein. Die Kamera. Nun, wo sie sind und wie es hier in dieser Schleuse weitergeht. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Outlast und in dem Sinne, tschüss.